Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele gerade ein Turnier in Riga und ja, der Zeitplan ist hier recht streng, deswegen kam dazu noch nichts von mir, obwohl jetzt schon 3 Runden gespielt wurden. Aber ja, ich möchte euch die Partie aus der 3. Runde zeigen. Da spielte ich mit Schwarz gegen GM Kaido Kulauz aus Estland. Und ja, wir schauen einfach mal an. Ich hatte Schwarz und es war gestern eine Doppelrunde, also es war wenig Zeit zur Vorbereitung. So um 4 kam die Auslosung, um 5 war dann die Partie. Und man muss ja auch noch zum Spielsaal, so konnte ich ja nur kurz schauen. Und mein Gegner spielte absolut hauptsächlich E4, deswegen habe ich mich nur darauf vorbereitet, aber es kam dann Springer F3. Naja, nach Springer F6 war schon recht klar, er hatte auch diesen Zug nicht von mir erwartet. In letzter Zeit habe ich eher D5 gespielt, zumindest in der Datenbank. Und nach G3 habe ich C5 gespielt. Okay, entschied sich für Läufer G2, Springer C6, Rochade und nach E5 war er ja etwas überrascht, denke ich. Er spielt das einfach nicht viel mit Weiß und er spielt auch mit Schwarz kein Königsindisch. Dementsprechend war die Stellung hier vielleicht nicht gerade das, was er sich aus der Eröffnung erhofft hatte. Aber er hat sich jetzt hier entschieden, mit D3 zu spielen und quasi Königsindisch mit vertauschten Farben zuzulassen. D5 und E4. Ja, und hier hatte ich vor einer Weile mal die Variante mit D schlägt E4 vorbereitet. Der Punkt ist im Prinzip, dass die Abtauschvariante mit, also mit, wenn man Schwarz Königsindisch spielt, natürlich nicht so super vielversprechend ist, aber wenn man das mit vertauschten Farben hat, möchte man mit Schwarz natürlich erstmal ausgleichen und da kann man das schon machen. Ja, ich habe auf D1 geschlagen und Läufer G4 gespielt. Der Punkt ist, es droht jetzt Springer D4, das ist recht unangenehm und Weiß muss da etwas dagegen tun. Und jetzt Springer schlägt E4. Dieser Bauer, also den gewinnt man normalerweise nicht, weil Weiß verschiedene Ideen hat. Also eine Idee ist zum Beispiel mit Springer schlägt E5 diesen Abzug zu spielen und die andere Idee ist einfach Turm E1 zu spielen und den Bauern zurückzugewinnen. Springer schlägt E5 ist hier wahrscheinlich nicht so toll, weil dann der schwarze Springer nach E5 kommt. Deshalb spielte er Turm E1 und lange Rochade. Ja, hier ist ein wichtiger Punkt, dass der Springer auf E4 jetzt nicht wirklich hängt, denn nach Turm D1 gewinnt man den zurück. Springer E1, Turm C1 gewinnt wahrscheinlich einfach für Schwarz, weil der weiße Damenflügel sich jetzt überhaupt nicht entwickeln kann. Der Läufer auf G4 kann auch nicht so gut geschlagen werden, weil der E1 gedeckt werden muss und Schwarz hat eben auch einen Bauern mehr. Und nach Turm E1 kann man auf F3 schlagen. Und nach Turm D1, Läufer D1 hat Schwarz auch erstmal einen Bauern mehr. Vielleicht hat Weiß etwas Kompensation, aber ich glaube nicht, dass es ausreichend ist. Dementsprechend ja, hat mein Gegner sich dagegen entschieden und Springer A3 gespielt. Und hier habe ich eine ganze Weile gerechnet, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, dass der Zug, den ich gespielt habe, auch der richtige ist. Ich hatte mich erinnert, dass ich sowas wie Turm D3 angeschaut hatte. Aber weil hier natürlich sehr viel hängt in der Stellung, sollte man auf Nummer sicher gehen, dass das auch wirklich funktioniert. Aber ja, ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es das tut. Hier hat Weiß, denke ich, einige Optionen. Zunächst einmal sollte man vielleicht schauen, was ist mit Läufer F1. Jetzt hängt zwar der F3, aber es ist ja eben auch der Turm auf D3 angegriffen. Nach Turm schlägt F3 ist das Problem, dass zum Beispiel nach Läufer E2 einfach C4 kommt. Ja, Weiß wird wahrscheinlich den Turm auf F3 zurückgewinnen, aber das Problem ist, Schwarz hat gerade eine Figur mehr und wenn der Läufer auf F3 nimmt, dann nimmt eben der schwarze Läufer und dann kommt noch eine Figur dazu. Hier hat man jetzt auch die Idee, Läufer C5 zu spielen, beziehungsweise eventuell auch auf A3 zu nehmen, obwohl ich glaube, dass Weiß das wahrscheinlich nicht zulassen wird. Und ja, was kann Weiß sonst machen? Weiß kann natürlich auf E4 nehmen. Hier kann man Läufer E6 spielen. Der Turm steht zwar etwas unbequem, aber er sollte nicht gefangen werden. Also er hat genug Felder. Und Weiß muss hier eben genug Kompensation finden für den Bauern. Das sollte machbar sein, aber mehr wahrscheinlich nicht. Läufer E3 hatte ich in der Partie so ein bisschen erwartet, aber dann spiele ich F6. Das verteidigt nochmal den Bauern auf E5. Und hier dachte ich sowas wie H3, Läufer H5, G4, aber ich kann nach G6 gehen. Der Springer auf E4 ist jetzt erstmal gedeckt und nach Springer H4 kann ich zurückgehen. Hier ist, denke ich, eine wichtige Idee, dass man nach sowas wie Läufer F1 und Turm D5, wenn hier C4 kommt, mit Turm D4 die Qualität geben kann. Einfach weil hier die Stellung recht geschlossen ist und deshalb die weißen Türme nicht so stark sind und weil die schwarzen Springer hier natürlich sehr gut stehen. Aber mein Gegner hat sich dann nach wirklich langem Nachdenken für Springer H4 entschieden.
Ja, hier musste ich mich zwischen Springer F6 und Springer D6 entscheiden. Springer D6 hat mir ehrlich gesagt einfach nicht so gefallen, weil mein Turm auf D3 dann ein bisschen komisch steht. Deshalb habe ich Springer F6 gespielt. Es kam Springer C4 und Läufer E6. Ja, man kann auch Springer D7 spielen, um den E5 Bauern nochmal zu decken, aber hier dachte ich, dass Läufer F1 kommt und nach Turm D1 nimmt, vielleicht F3, um den Läufer nicht wieder auf die Diagonale zu lassen, sodass er irgendwie an den Damenflügel muss, wo er nicht ganz bequem steht. Ich denke, hier hat Weiß genug Kompensation für den Bauern, aber auch wieder nicht mehr als das. Ich habe mich für Läufer E6 entschieden, um nach Läufer C6 Läufer C4 zu spielen. Jetzt kam Läufer F3. Ja, die Idee für Weiß ist es natürlich zum einen, sowas wie Läufer E2 zu spielen und zum anderen vielleicht einfach mal auf E5 zu nehmen. Das geht jetzt auch gut, weil der Turm nicht mehr nach D1 kann. Ich habe jetzt Turm D8 gespielt. Meine Alternative war sowas wie Läufer E6, also ja, eine der beiden Figuren sollte man wohl ziehen. Und jetzt nach Turm schlägt E5 hatte ich über Läufer D6 nachgedacht, aber hier kommt Turm E1 und wieder steht mein Turm etwas komisch. Hier geht aber Läufer E7 gut. Was mir an Läufer E7 nicht so gefallen hat, ist, dass der Springer häufiger nach F5 kann. Hier kann er das aber nicht, weil der Turm noch auf D3 steht und damit der Läufer hängt. Und deswegen geht Springer F5 nicht gut und wenn Springer F5 nicht geht, dann ist das alles okay für Schwarz. Aber Turm D8 war auch in Ordnung. Ich habe jetzt nach Turm schlägt E5 Läufer D6 gespielt. Turm E1 und Turm E8. Und hier kam Läufer G5. Ja, und hier habe ich mich tatsächlich ein bisschen verrechnet. Also ich habe auf E1 genommen, das ist auch in Ordnung. Und ursprünglich wollte ich hier auf A2 nehmen. Aber mir hat nicht gefallen, dass Weiß jetzt die offene A-Linie nutzen kann. Also ich muss ja irgendwie den Läufer zurückziehen und Turm schlägt A7. Tatsächlich ist das aber alles in Ordnung nach Turm D7. Der B7 ist gedeckt. Hier ist auch alles gedeckt am Königsflügel. Ja, Weiß kann Schwarz einen Doppelbauern geben, aber das ist nicht so schlimm, denn Schwarz hat das Läuferpaar dafür und die Stellung sollte ausgeglichen sein. Ich habe stattdessen Turm E8 gespielt. Der ist jetzt auch nicht schlecht, also die Idee ist es einfach, dass ich mit dem Springer natürlich wieder nehmen möchte und dann habe ich erstmal alles unter Kontrolle, aber es kommt Turm D1. Und hier kam die Stelle, an der ich mich verrechnet habe. Denn meine ursprüngliche Idee war es, Läufer E5 zu spielen, den habe ich auch in der Partie gespielt. Vielleicht kurz zur Alternative, Läufer F8, hier nimmt Weiß auf F6 und spielt sowas wie B3. Läufer E6 und Läufer E4 und wird sich hier auf das Feld F5 stürzen. Auch die Stellung sollte man halten, aber das ist ein bisschen unangenehm. Deshalb habe ich Läufer E5 gespielt und nach Springer F5 hatte ich eine taktische Idee, um hier die Probleme zu lösen, die nur leider nicht funktioniert. Ich wollte hier G6 spielen. Die Idee ist, dass nach Läufer F6 G schlägt F5 und ja sowas wie Läufer E5, Turm E5, diese Stellung nicht so schlecht sein sollte für Schwarz. Der Turm ist aktiv, ja, man hat hier Bauern auf weißen Feldern, aber die sind nicht so leicht angreifbar. Der weiße Damenflügel ist auf jeden Fall auch angreifbar, also der A2 hängt momentan. Wenn B3 kommt, dann steht eben noch ein Bauer auf dem weißen Feld und Schwarz kann hier auch schnell versuchen, irgendwie am Damenflügel noch weiter Raum zu gewinnen. Das Problem nach G schlägt F5 ist, Weiß kann Turm E1 spielen. Und ja, diese Fesselung bereitet Schwarz große Probleme und das verliert einfach. Deshalb habe ich nach Springer F5 nochmal eine Weile nachgedacht und Springer D7 gespielt. Das deckt den Bauern auf G7, das ja, verteidigt sich weiterhin gegen Springer D6, also zumindest verliert das jetzt kein Material, weil ich eben den Läufer geben kann. Und Springer E7 sollte kein so großes Problem sein, obwohl man den natürlich anschauen kann. Also nach Springer E7, König C7, Springer D5, König B8 steht Weiß natürlich etwas besser, weil nach B3 Läufer B5 hat Weiß einfach die Initiative, dadurch, dass die Figuren etwas aktiver stehen. Aber es ist alles keine Katastrophe. Um noch kurz die Springer D6-Variante zu zeigen, weil es ja an sich auch ganz logisch aussieht, hier einfach zu versuchen, das Läuferpaar abzuholen. Das geht gar nicht, denn nach schlägt, schlägt und Turm E1 wird plötzlich Weiß matt gesetzt. Also auch darauf muss Weiß ein bisschen aufpassen. Stattdessen kam Läufer F4. Auch das interessante Idee, den hatte ich tatsächlich gar nicht so richtig erwartet. Der Punkt ist einfach, dass wenn ich nehme, dann nimmt Weiß wieder und es droht Springer D6. Und das Problem ist, dass da drei Figuren in der Gabel stehen und ich kann nicht alle wegziehen. Also ich müsste ja zwei wenigstens wegziehen und das schaffe ich einfach nicht in einem Zug. Deshalb gewinnt Weiß hier sofort. Deshalb habe ich G6 gespielt, Läufer E5 und G schlägt F5. Und nach Läufer F4 habe ich A2 genommen. Ich dachte, okay, meine Bauernstruktur ist schlecht, Weiß hat das Läuferpaar, dann nehme ich doch zumindest einen Bauern weg. Ja, hier hat mein Gegner auch nochmal eine Weile nachgedacht und sich für Läufer schlägt B7 entschieden. Vielleicht ganz kurz,
warum sowas wie Turm A1 nicht einfach den Bauern auf A7 zurückgewinnt. Der ist jetzt tabu, weil Schwarz immer noch die Turm E1-Idee hat. Und stattdessen sagte mein Gegner nach der Partie, vielleicht hätte er Läufer D5 spielen sollen, aber hier würde ich auch nehmen und Turm E2 spielen. Und die Stellung wird sehr, sehr scharf. Weiß nimmt auf F5, ich nehme auf B2, jetzt fällt auch noch der F7 und jetzt laufen die schwarzen Bauern. Turm H7 und A5. Und ja, der Computer sagt hier 0-0, das ist irgendwie sehr typisch bei solchen Stellungen. Ich muss sagen, ich wäre hier, glaube ich, sehr zufrieden mit Schwarz, weil der A-Bauer doch sehr schnell ist und es mir für Weiß etwas schwieriger scheint, die schwarzen Bauern aufzuhalten, einfach ja, weil sie schon weiter vorne stehen. Aber ja, offensichtlich wäre das ausgeglichen. Er hat sich für Läufer B7 entschieden, einfach ja, weil er dachte, vielleicht kann er in dem ungleichfarbigen Läufer-Endspiel mit Türmen etwas drücken. Aber das Problem ist, jetzt wird der schwarze König aktiv. Läufer E3 und die Idee ist hier B4. Hier wollte ich ursprünglich A5 spielen, aber ich habe eine wichtige Idee in der Variante übersehen. Ich habe mich dann für Läufer E6 entschieden, aber schauen wir mal kurz A5 an. Der Punkt ist, es geht immer noch B4. Und nach Schlägt schlägt kann ich König C6 spielen. Das war eigentlich meine Idee, um dann einfach den Bauern wegzunehmen. Das Problem ist, Weiß kann sowas wie Turm D2 spielen. Den Läufer angreifen und hier nach Läufer D5, B schlägt C5, dachte ich, okay, wahrscheinlich sollte das Remis sein, aber jetzt habe ich einen Bauern weniger, warum tue ich mir das an, wenn es nicht sein muss? Hier hat Schwarz aber einen sehr, sehr starken Weg. Schwarz kann hier F4 spielen. Der Punkt ist, Läufer schlägt F4 geht recht offensichtlich nicht, weil dann Turm E1 matt kommt. Wenn der Bauer auf F4 schlägt, dann kommt Turm G8. Und das Problem ist, dass der König nur das Feld F1 hat und nach Läufer C4 König E1 ist Turm G1 matt. Deshalb muss Weiß an dieser Stelle die Qualität opfern, König schlägt und dann auf F4 nehmen. Und ja, natürlich in dieser Stellung, auch das sollte Remis sein, aber hier hat man lieber Schwarz. Aber ja, ich habe F4 nicht gesehen in der Vorausberechnung und habe deswegen Läufer E6 gespielt mit der Idee, dass der Turm weg muss. Er hat Turm D1 gespielt und dass ich jetzt einfach aus dieser Fesselung rausgehen kann und damit B4 nicht mehr geht. Jetzt hat Weiß den König aktiviert. Ja, die logische Idee für Weiß ist es natürlich irgendwie hier zum H7 Bauern zu laufen, den wegzunehmen und den H-Bauern durchzubringen. Das dauert aber viel Zeit und deswegen habe ich jetzt versucht, am Damenflügel Gegenspiel zu bekommen. A5, König F3 und A4. Erstmal lege ich den Bauern fest und jetzt kann es zum Beispiel eine Idee sein, da mit dem König hinzulaufen oder natürlich auch den König nach C4 zu stellen und zum Beispiel Turm B8 zu spielen. Eine andere Idee, die man in verschiedenen Szenarien haben kann, ist einfach den König nach C4 zu stellen, den Turm vielleicht nach A8 und dann A3 zu spielen. Aber es kam Turm A1. Ja, König C4 geht jetzt nicht so gut, deswegen habe ich Läufer B3 gespielt. Das hat auch den Vorteil, dass der Turm nicht mehr zurück nach D1 kann. Und jetzt kam König F4. Ja, hier hatten wir beide schon nicht mehr viel Zeit und ich habe mich entschieden, den F5 mit Läufer C2 zu decken. Der Computer sagt, das ist überhaupt nicht notwendig und ich sollte lieber König C4 spielen. Hier wäre die Stellung aber auch wieder sehr scharf geworden. Der Punkt ist, dass nach Turm C1, was Läufer C2 verhindert, Turm D8 kommt. Und die Idee von Turm D8 ist, dass man nach König schlägt F5 Läufer D1 spielt. Ja, das schließt natürlich zum einen den Turm aus, hat aber auch einfach die Idee, mit dem König nach B3 zu laufen. Und hier muss Weiß Läufer D4 finden. Auch hier ist die Idee, glaube ich, recht klar. Also wenn Schwarz schlägt, dann schlägt Weiß wieder und nach König B3 kommt Turm schlägt D1, König schlägt B2, König F6. Und ich sag mal, man kann hier viel analysieren, aber der weiße König ist schon sehr aktiv und wird den F7 wegnehmen. Dazu wird Weiß dann einfach den Turm gegen den A-Bauern abgeben und der weiße F-Bauer ist schnell genug. Das könnt ihr gerne selbst überprüfen, wenn ihr das wollt. Aber diese Stellung endet auch bei eigentlich bestem, aber auch logischem Spiel Remis. Stattdessen könnte Schwarz aber noch Läufer F3 versuchen. Jetzt kann man natürlich überlegen, auf D4 zu nehmen und deshalb sollte Weiß Turm A1 spielen, mit der Idee, dass nach CD4 Turm A4 kommt und nach König D3 Turm D4 und hier hat Weiß leider einfach zu viele Bauern, beziehungsweise der König ist schon zu nah an den schwarzen Bauern dran. Nach Läufer D5 kommt König G7, ja, Schwarz verliert noch einen Bauern und es ist völlig unvorstellbar, dass man die Stellung gewinnt mit Schwarz. Stattdessen kann man noch versuchen, den A-Bauern zu halten, aber hier kann der Läufer dann wegziehen. Es ist erstmal alles gedeckt und eine wichtige Idee ist, sobald der König zieht C4, oh,
C4 zu spielen, damit der B2-Bauer gedeckt wird und auch diese Stellung sollte ungefähr ausgeglichen sein. Aber alles sehr, sehr kompliziert und hier kann man auf jeden Fall Fehler machen mit wenig Zeit. Ja, ich habe stattdessen Läufer C2 gespielt, um den F5 zu decken. Und hier kam Turm C1, Läufer D3, Turm A1. Und nach Läufer C2, Turm C1, Läufer D3, Turm A1 haben wir uns auf Remis geeinigt. Beziehungsweise ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob ich reklamieren soll oder nicht. Er meinte, ist okay. Und ja, dann war die Partie vorbei. Auf jeden Fall interessante Partie, die Eröffnung hat sehr gut geklappt, dann zwischendurch habe ich mal ein paar Sachen übersehen und die Stellung wurde etwas unangenehm, aber tatsächlich ja, war sie nicht so schlecht, wie ich es während der Partie dachte, also das war schon alles spielbar, einfach nur ein kleines bisschen schlechter für Schwarz und dementsprechend war die Partie mehr oder weniger von Anfang bis Ende nahe dem Ausgleich, was ja für ganz gutes Niveau spricht für mich. Und ja, damit hatte ich gestern das zweite Remis geholt. Morgens hatte ich auch schon Remis gespielt gegen Großmeister Prohaska aus Ungarn. Und ja, ich habe jetzt zwei Punkte aus drei Partien. Wenn ihr das Video seht, dann spiele ich wahrscheinlich gerade die vierte Runde. Und ja, ich bin gespannt, wie es weiterläuft. Und ich versuche euch weiter auf dem Laufenden zu halten, so gut es geht. Ja, heute ist Einzelrunde, morgen ist dann nochmal eine Doppelrunde, danach wird es entspannter, da kommen dann nur noch Einzelrunden. Ich hoffe, euch hat die Partie gefallen, ich hoffe, ihr fandet es interessant, also es war auf jeden Fall sehr interessant zu spielen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!